Oh, ich kannte mal einen Bauern und ich kannte ihn gut. Und er hatte eine Art Tier, glaube ich. Oder vielleicht ein komisch aussehendes Gemüse. Und er zeigte ihr die Pastinake. Oder vielleicht eine Gurke. Keine Ahnung. Hab den Text vergessen. Sie waren, auch daran erinnere ich mich nicht mehr. Wie nennt man etwas, das kurz und schlau ist? Hat irgendetwas mit Knochen zu tun, glaube ich. Nein, beide haben damit nichts zu tun. Man könnte sagen, dass die Worte Hand und Fuß haben. Aber das meine ich nicht. Jetzt fällt's mir ein. Markig. Die Worte des Liedes, sie sind markig. Was für ein Lied? Warum redest du dauernd von Liedern? Hey, was war das? Da drüben beim Parkplatz für Eselkarren. Nein, da hat sich wirklich was gerührt. Lass uns mal nachsehen. Nein, es ist nicht gefährlich. Das Spiel hat doch erst begonnen. Man kann uns noch nicht umbringen. Komm, vertrau mir. Ich will mir die Sache doch nur mal ansehen. Ziemlich miese Arbeit. Ich glaube, ich kann das Ding entschärfen. Fast eine Katastrophe, wie? Keine Sorge, Kumpel. Uns bleiben noch 9 Minuten und 7 Sekunden. Weißt du was? Wir könnten den Apparat von hier fortschaffen. Oh Mist, kein Esel weit und breit. Du könntest ziehen. Schon gut. Offenbar müssen wir es auf die traditionelle Weise erledigen. Bla 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 bla. Ist doch ganz einfach. Ich glaube, wir sollten den grünen Glaskolben drehen. Den roten meinst du? Na schön, drehen wir den grünen Glaskolben. Erinnerst du dich an den Zwischenfall im Forschungstrakt für hochenergetische Magie, als ich den gelben Kolben drehte und alles in die Luft flog? Na bitte, deshalb drehe ich hier den roten. Was? Habe ich grün gesagt? Nun, ich meinte rot. Wir können so machen, wie du willst, wenn... Ich bin mir ganz... Bist du soweit? Wirst du diese Dinge nicht vermissen, wenn keine Spiele mehr programmiert werden? Fehlt dir dann nicht was? Ich drehe jetzt den Glaskolben. Na bitte. Siehst du? Oh oh. Nimm die Katze. Platz da. In Deckung. Oh je. Nun, wenigstens hat man das Animationsbudget erhöht. Natürlich ist das eine gute Sache. Es bedeutet, dass man bei der Geschichte gespart hat, nicht wahr? Vermutlich gibt's nicht mehr so viele verrückte Rätsel, bei denen es um irgendwelche Dinge geht. Entschuldigung. Ich meine natürlich clevere Herausforderungen für die Fantasie des Spielers. Vertrau mir, ich habe das alles schon einmal erlebt. Meine Herren, werte Kollegen, liebe Zauberer! Gut geschluckt ist halb verdaut. Hoch die Taschen! Lass die Luft aus den Bechern. Einen fröhlichen Silvester wünsche ich und gut geflutscht. Danke. Kollegen, wir haben uns heute hier versammelt, um von einem bald verblichenen Kameraden Abschied zu nehmen, dem Zauberer Windle Pons. Guter alter Windle.
Schick uns eine Ansichtskarte aus dem Jenseits. Drei. Zwei. Eins. Null. Was? Nichts. Das wäre erledigt, hoffe ich. Na schön. Beerdigung um 2:30, eine halbe Stunde später Getränke und Schinkenröllchen im großen Saal. Hey, was geht hier vor? Und das soll guter Service sein? Ich bin tot, jawohl! Ich verlange fortgebracht zu werden in ein besseres Leben, so wie es der Vertrag vorsieht. In meiner Zeit war alles anders. Damals starb man richtig, nicht so wie heute. Er behauptet, nicht tot zu sein. Ich bin tot! Aber ich kann mich noch immer bewegen. Nein, das kannst du nicht. Du machst dir was vor und nur dir allein. Er sieht tot aus. Außerdem riecht er tot. Nun, das war immer so. Ich schätze, mein Wort zählt hier überhaupt nicht mehr, wie? Ich kann doch nicht tot sein, wenn ich noch spreche, oder? Hör mal, alter Knabe, von jetzt an giltst du offiziell als verstorben. Deine Meinung zählt nicht, weil du tot bist. Oh, guter Hinweis. Nun, dann bleibe ich einfach hier sitzen und warte, oder? Vermutlich dauert es eine Weile. Wie ist der Tod eigentlich? Siehst du weiße Lichter? Tunnel? Junge Frauen mit Harfen? Ja, bitte. Ich nehme 2. Nein! Wenn dies der Himmel ist, dann bedauere ich, zu meinen Lebzeiten nichts Sündiges angestellt zu haben. Was passiert mit mir? Offenbar ist dein Körper tot, aber die Seele wohnt noch immer darin. Ich will hier nicht den Rest meines Lebens nach dem Tod verbringen. Ich habe ein hartes Leben hinter mir, Erzkanzler. Ich verdiene ein bisschen Paradies. Ich habe darüber gelesen. Junge Frauen und Wein und was weiß ich. Hey, dein Leben ist vorbei. Es steht dir nicht zu, dich darüber zu beschweren. Und es gehört sich erst recht nicht, dass du an Dinge wie was weiß ich denkst. Wer ist dafür verantwortlich? Wo ist Tod? Ich finde das schamlos. Eine Seele darf nicht einfach so an einem toten Körper festhängen. Warum denn nicht? Es ist unhygienisch. Hey, da stehen Speisen auf dem Tisch. Er darf dem Essen nicht zu nahe kommen. Sonst kriegen wir Ärger mit dem Gesundheitsamt. Ja, stimmt. Reiß dich zusammen, Windel. Du darfst hier nicht verwesen. Ich muss dich auffordern, diesen Ort zu verlassen.
Schlimm wird's, wenn man nicht mal friedlich sterben kann. Ewige Ruhe? Von wegen! Nein, das lasse ich mir nicht bieten! Ich suche mir ein hübsches, flaches Grab. Diese Dinge häufen sich in letzter Zeit. Rincewind! Rincewind! Ah, Rincewind, da bist du ja. Nun, du weißt sicher, dass in der Stadt seit einer Weile Seltsames geschieht. Ich meine damit das plötzliche Verschwinden von Tod. Was? Es stirbt niemand mehr? Och, die Leute sterben, aber ihre Seelen werden nicht fortgebracht. Sie sind tot und gleichzeitig lebendig. Das ist auch mit dem armen Wendell geschehen. Es ist unsere Pflicht, Tod zu finden und zurückzuholen. Dazu brauchen wir deine Hilfe. Wir müssen den Ritus von Ashkende durchführen. Bestimmt hast du eine Liste der geheimnisvollen Ingredienzen, die ich nun besorgen muss. Was? Woher weißt du das? Es war nur eine schlimme Ahnung. Na schön, was soll ich besorgen? Nun, die Sache ist sehr dringend, deshalb begnügen wir uns mit dem absoluten Minimum. Wir brauchen 3 gleich große Stöcke und 4 Kubikzentimeter Mäuseblut. Sicher dauert es nur einige wenige Minuten, diese Dinge zu beschaffen. Sollen wir wetten? Was ist denn noch? Nehmen wir mal an, dass wir mehr benötigen als nur das absolute Minimum. Es liegt mir natürlich fern, dir zu widersprechen. Ich plane nur für die Zukunft, das ist alles. Nun, der Rest ist nur Firlefanz und so. Immerhin handelt es sich um einen Todesritus. Du weißt ja, wie es dabei zugeht. Glitzern und Schimmern in der Luft, Leichengeruch aus dem Grab und hübsch tropfende Kerzen. Solche Dinge. Und das alles brauchen wir nicht. Stimmt, genau. Nötig sind nur die 3 Stöcke und das Mäuseblut. Hier scheint man nie seine Ruhe zu bekommen. Erster Akt. Die Sache mit dem Ritus. Und damit herzlich willkommen zu einem neuen Projekt auf meinem Kanal von Nienchen, und zwar zu Discworld 2. Yay! Ich weiß, alle sind ganz aus dem Häuschen, wenn sie es wahrscheinlich schon in ihrer Abo-Liste sehen werden und sich denken, holy shit, weg mit dem Dreck, ist mir egal, Freunde, weil ich liebe dieses Spiel. Mindestens genauso sehr wie den ersten Teil. Und mindestens genauso lange ist es her, dass ich den zweiten Teil irgendwo mal gesehen habe. Auch hier wieder, ich glaube, ich weiß gar nicht mehr, ob meine Mutter oder mein Bruder das gespielt haben. Auf jeden Fall schon sehr lange her. Sehr, sehr lange her.
sehr, sehr, also ich glaube, damals ging ich zur Grundschule oder so. Also irgendwie in dem Dreh, ich bin mir nicht sicher. Von daher, ja, ich freue mich. Also ich liebe ja solche Adventures und ich glaube, ich werde mal an allererster Stelle kurz Sound von der Musik ein bisschen weiter runterdrehen. Ich dachte, das hätte schon gereicht, aber es ist doch relativ laut. Die Stimme lasse ich mal so. Das finde ich dann doch so ein bisschen besser. Ja, okay, super. Es hat auch eine Weile gebraucht, dieses Spiel zum Laufen zu bringen, weil es ist ja nun auch, es hat ein paar Jährchen auf dem Buckel, da darf es auch ein wenig rumzicken. Aber es geht jetzt, hoffentlich, soweit ich weiß, beurteilen kann. Ich habe eine ganz kurze Probeaufnahme gemacht, da ging auch alles. Ich bin jetzt zufrieden. Allerdings wahrscheinlich nicht in 60 FPS, weil so viele Bilder haben die hier nicht gezeichnet. Egal. Wie gesagt, ich freue mich, ist ein Text-Adventure. Es geht auch wieder viel ums Quatschen. Wir dürfen wieder in der Rolle vom Drückeberger des Universums, des letzten und des neuen kommenden, die Rätsel und Aufgabenlisten erfüllen, die man uns so aufträgt, mit absolutem Wohlgemut. Man merkt schon, Rincewind ist wieder gut bei der Sache. Und so würde ich sagen, legen wir auch los, nachdem nun fast bestimmt 15 Minuten nur gequatscht worden ist im Intro. Ja, also wenn das nicht den letzten Zuschauer verjagt hat, dann weiß ich auch nicht. Ich werde jetzt wahrscheinlich das komplette Let's Play so quasi für mich selbst drehen. Aber es ist okay, Freunde. Irgendwann gibt es vielleicht ein oder zwei Verliebte, wie ich es bin, in solche Adventures. Und dann können wir die Freude zu dritt teilen. Das wäre super. Okay, wir müssen Mäuseblut kriegen, soweit ich das beurteilen darf. Und 3 Stücke. Das klingt jetzt spontan nicht so schlicht. Allerdings hat der eine komische Erzkanzler ja noch gesagt, wir sollen andere Dinge finden. Kerzen und Geruch und mehr weiß ich schon gar nicht mehr aus dem Kopf. Ich weiß nicht, ob das jetzt wirklich zwingend etwas ist, was wir suchen müssen, weil das so komisch formuliert war. Ich muss auch mit der Steuerung gerade mal ein bisschen klarkommen. Da geht's zum Forschungstrakt für hochenergetische Magie. Ja, okay, Rechtsklick ist demnach beschreiben und Linksklick ist wahrscheinlich ausführen. So kompliziert ist die Steuerung ja nicht. Zum Glück muss ich mal kein WASD, das schont meine komplette linke Hand an dieser Stelle. So, wo wollen wir denn hin? Speisesaal waren wir gerade eben schon. Können wir da hin? Okay, kratzt sich am Arsch, ist in Ordnung. Ich glaube, hier bin ich. Ich glaube, die haben Spaß. Ich glaube, die, mähen ganz gern Gras. Und, oh, unsere Truhe ist wieder dabei. Wir mussten sie diesmal gar nicht irgendwie ansprechen. Was ist das? Ein Magnet. Warte erstmal. Ob es Zeit wird, dass meine Truhe ein Bad nimmt? Ich weiß nicht, ob Truhen und Bäder sich so gut vertragen, Rincewind. Was mir auch aufgefallen ist, das müsst ihr auch verzeihen, Flüssigkeit ist natürlich nicht so gegeben. Der eine sagt einen Satz und so eine Minute später kommt der nächste Satz. Ist leider so. Dafür ist es ein älteres Spiel, wa? Ich guck mal, ob ich den mitnehmen darf. Darf ich tatsächlich? Und dann darf ich das hier auch... Ah! Ritus von Aschkente. Aschkente. Ist ein sehr schöner Name. Ob das für irgendwas anderes steht und ich bin zu doof, es zu begreifen? Was haben wir hier? Ist aber auch schön. Ich finde auch die ganzen Zeichnungen tatsächlich noch geiler als im ersten Teil, weil sie ein bisschen, ne, detaillierter sind. Ist ja auch ein ganz klein bisschen jünger als sein Vorgänger, logischerweise. Keine gewöhnlichen Kerzen. Nein, wir brauchen tropfende. Aha. Tropft nicht jede Kerze so ein bisschen vor sich hin? 3 Stöcke. Klingt jetzt erstmal einfach. Ich habe das müssen Gefühl, gleich lang sein. Dass das nicht so einfach ist, wie es da jetzt scheinen mag. Geruch, übler. Dann müssen wir eigentlich nur ein paar Wochen nicht duschen gehen. Dann ist doch okay. Dann können wir uns da selber quasi mit unserem Geruch anmelden. Ist doch super. Glitzerstaub? Könnte ich vielleicht einige Pixel herausschütteln? Ich glaube nicht, dass das gilt. 4 Kubikzentimeter Mäuseblut. Buah. Ach so. Mäuseblut ist bäh, aber Geruch aus dem Grab ist okay. Ich verstehe schon. Hier zieht er also die Grenze. Also müssen wir das doch alles sammeln. Gut. Ich weiß, man muss hier ganz besonders aufpassen, wegen zum Beispiel Blasebalg. Was ist das? Eins von den Dingern, bei denen Luft rein und raus zischt. Sag mal, findest du nicht auch, dass das alles immer noch wie sehr laut ist? Wie ein politisches Manifest. Nur nicht so anstrengend. Blasebalg. Ja, hallo? Genau. Ja, könntest du bitte zu Ende? Okay, Blasebalg. Alles klar. Irgendwie finde ich das extrem... Ah. Ich mag hier die Musik, aber das, alles drumherum ist doch ein bisschen laut. Ich glaube, jetzt ist es besser. Das ist aber wahrscheinlich nur wegen dieser seltsamen Beschleunigermaschine so laut. Was ist denn das für ein Ding? Ein Taubenbeschleuniger, wie? Ein Taubenbeschleuniger?
Sieht wie ein großer Cocktailmixer aus. lecker. Lass uns doch ein paar mixen. Oh. Ja? Ein Taum ist die traditionelle Maßeinheit für magische Kraft. Sie ist folgendermaßen definiert. Ein Taum ist notwendig, um eine weiße Taube oder drei normal große Billardkugeln erscheinen zu lassen. An diesem Ort ergaben komplexe Experimente, dass ein Taum aus Resonen, wörtlich Dingchen, bzw. Realitätsfragmenten besteht. Die neuesten Forschungsergebnisse weisen darauf hin, dass jedes Reson 5 Geschmacksrichtungen hat. Man nennt sie oben, unten, seitlich, Sexappeal und Pfefferminz. Ja, macht doch Sinn. Übrigens, ich weiß nicht, ob man das am Anfang gesehen hat, ob ich das noch rausschneide, weil es gab so eine Art Intro-Sequenz, was aussah wie die Credits. Ich weiß nicht, ob das normal ist, aber die Credits werde ich natürlich am Ende des Spiels lassen und nicht vorm Anfang des Spiels. Das fand ich ein bisschen unpassend an der Stelle. Aber na gut. Es basiert natürlich wieder auf den Büchern von Terry Pratchett, der ja leider von uns gegangen ist, vor noch gar nicht so langer Zeit, muss man gestehen. Also ich glaube, 1 oder 2 Jahre ist das erste Jahr, wenn ich mich richtig erinnere. Wer die Bücher kennt, der wird das hier genauso sehr lieben, weil das trifft wirklich so gut wie denselben Humor. Vielleicht noch ein bisschen dämlicher verpackt als natürlich in den Büchern, aber es ist dieselbe Richtung. Es ist wunderbar. Wer ihn nicht kennt, auf jeden Fall das Buch kaufen. Oder die Bücher vielmehr. Es gibt ja mehrere davon, die alle im selben Universum quasi spielen. Oh, den dürfte ich mitnehmen. Sagt er eigentlich auch was zum Magnet? Ein Magnet? Bote der gespenstischen Welt physikalischer Kräfte, mit denen ich mich lieber nicht befassen möchte. Wieso auch als Zauberer? Kann ich das wieder so ein bisschen auch zur Seite? Ja, kann ich tatsächlich. Ich finde es ja größer wieder ein bisschen besser. Aber man sieht schon, dass der Hintergrund... Ich finde, der ist ein bisschen geiler gemacht als im ersten Teil. Wer bist du? Skaz. Was ist das für eine Maschine? Was hat es mit den kleinen schwarzen Dingen auf sich, die darin herumlaufen? Sieht aus wie Ameisen. Was sie allerdings tun, ist eine andere Frage. Ich schätze mal, die steht hier nicht zum Spaß. Kann ich das irgendwie... Das wird dir nicht helfen. Nein? Okay. Ich dachte, du nimmst dir was weg und dann haben wir Ameisen oder so. Skaz. Er gehört zu den Leuten, die in ihrer Freizeit nichts Besseres zu tun haben, als Familienfotos zu sortieren. So viel Freizeit hätte ich auch gerne. Reden wir doch mal mit ihm. Hallo, Skaz. Hallo? Ah, ja, genau. Ja, unbedingt. Und du bist? Skaz! So lautet er, mein Name. Ja, genau. Oh, hübsch. Nun, ein guter Anfang für den Dialog. Super. Was machst du hier? Was ich hier mache? Beantworte einfach nur die Frage. Nun, ich, weißt du, ich versuche es herauszufinden, ja. Ich meine, was sind wir eigentlich, wenn man, weißt du, die Sache aus der kosmischen Perspektive sieht? Ja. Was? Was machst du hier? Oh, nun, weißt du, ich arbeite an einer neuen magischen Maschine, die Dinge ausarbeitet. Darum geht's ja, um das Ausarbeiten von Dingen. Und um sie auszuarbeiten, zerkleinert die Maschine Zahlen. Erstaunlich. Wie heißt sie? Nun, wir nennen den Apparat Hex. Warum? Nun, im Dinge-Ausarbeiten-Genre muss alles einen Namen aus 3 Buchstaben haben. Ach so. Liegt es vielleicht daran, dass du keine längeren Worte verstehst? Was?
Wenn ich dich ansehe, gewinne ich den Eindruck, dass Worte mit drei Buchstaben zu lang sind. Wie bitte? Ich verstehe nicht. Ach, das überrascht mich sehr. Aber wie gemein er ist, oder? Vor allem mit dem Blümchen, das habe ich jetzt erst entdeckt. Ist das nicht süß? Ja, die sind alle so ein bisschen daneben, glaube ich, Skaz. So. Das ist vielleicht noch aus dem ersten Teil ähnlich, könnte ich vermuten. Ich weiß allerdings nicht, was das ist. Wir können es ja mal kurz durchgehen. Um ein gutes Gespräch zu beginnen. Ach so, können wir auch ein schlechtes Gespräch beginnen? Ich frage mich, warum der Dialog immer so lange braucht, bis er abklingt. Das ist sehr seltsam. Um es mit Sarkasmus zu versuchen, wenn alles andere versagt. Das kennen, ja, okay. Er war auch schon im ersten Teil mit der Antwort immer gut dabei. Um eine allgemeine Frage zu stellen. Wir gehen ja sowieso alle Dialoge durch. Um darüber nachzudenken. Oh, das sollte er vielleicht öfter mal tun. Wir haben aber keine Gewitterwolke hier mehr, was irgendwie unseren Unmut ausgedrückt hat. Das ist vielleicht gar nicht so schlecht im Großen und Ganzen. Für so etwas werden heutzutage die Forschungsgelder verplempert. Hey, du brauchst nicht gleich, du weißt schon, aus der Haut zu fahren und so. Mit dem Geld habe ich überhaupt nichts am Hals. Darum kümmert sich Kevin. Er weiß, wie man mit dem Universitätsrat reden muss. Kevin? Wer ist Kevin? Einer meiner Forschungsassistenten. Er ist ein wirbelloser Politiker. Ein rückgratloser Politiker, meinst du wohl? Wahrscheinlich gibt's da einen Druckfehler im Skript. Wirbel und rückgratlos. Kevin ist nämlich eine Ameise und wohnt in dem Reagenzglas dort drüben. Geh jetzt fort. Ich kann hier nicht den ganzen Tag rumstehen. Das ist, du weißt schon, zu anstrengend. Oh, sorry. Natürlich. Kevin die Ameise. Unser nächster Bundespräsident, da bin ich sicher. Was sind das für kleine Krabbelbiester, die hier überall rumlaufen? Es handelt sich um Ameisen. Ameisen? Ja, Ameisen. Ausgestattet mit Beinen und aus dem Kopf ragenden Dingen. Man findet sie in belegten Broten beim Picknick. Ameisen, so heißen sie, ja. Ich bin mir der Existenz von Ameisen durchaus bewusst. Ich möchte Folgendes wissen. Warum laufen Sie hier frei im Innern einer komplexen mathematischen Maschine herum? Ah, genau darum geht es in meinem cleveren Plan. Weißt du, als wir den Hex planten, wurde uns schon bald klar, bei so vielen neuen Dingen und so lassen sich Fehler im System, auch Bugs genannt, überhaupt nicht vermeiden. Das würde bedeuten, dass sich die Anwender laufend beschweren. Immer dann, wenn der Apparat nicht richtig funktioniert, wäre die Rede von einem Bug und so. Und deshalb hast du einen ganzen Ameisenhaufen darin untergebracht? Das ist wirklich sehr intelligent. Ja, weißt du, wir dachten, wenn wir gleich zu Anfang alle Bugs hineinstopfen, dachten wir, dann ist später kein Platz mehr für sie. Schlau, was? Absolut. Wirklich erstaunlich und so prophetisch. Ja, genau. Übrigens reden wir jetzt nicht mehr von Bugs, sondern von Käfern. Wenn es zu einem Problem kommt, sagen wir, es ist kein Fehler, sondern ein nicht dokumentierter Käfer. Das ganze System basiert auf den Ameisen. Sie laufen in der Maschine herum, öffnen kleine Tore und schließen sie wieder. Sie laufen in kleinen Rädern, weißt du, schaufeln dabei Informationen von einem Ablagebehälter in den nächsten. Es funktioniert wirklich gut. Da bin ich mir nicht so sicher. Was halten die Ameisen davon? Oh, offenbar gefällt's ihnen. Wir haben festgestellt, dass alles gut klappt, wenn wir lebendige Geschöpfe hineinstecken. Neulich haben wir es mit einer Maus versucht.
Richtig schnell wurde die Maschine, als wir sie mit Widdern luden. Leider gelang es ihnen schon nach kurzer Zeit, sich herauszustoßen. Hast du jemals, wie soll ich mich ausdrücken, Ameisen verloren? Seltsam, dass du das erwähnst. Erst neulich verlor ich 100 meiner Besten. Eine schreckliche Sache. Tagelang war die Maschine richtig entkäfert. Sacre bleu. Entkäfert. Finde ich super. Also so ein System sollten wir vielleicht auch einführen. Das kann ja nur von Vorteil sein. Ich finde es auch mit den dicht nicht dokumentierten Käfern sehr schön. Das ist so, Bugs sind halt auch nur Features, wa? Und du weißt schon Bescheid. Also somit kann man den Beschwerden der Customers, wollte ich gerade sagen, weil ich das deutsche Wort gerade nicht im Kopf habe, auch entgegenkommen. Jetzt machen wir mal unsere eigenen Gedanken dazu. Ich bin zwar fest davon überzeugt, dass es einen guten Grund für diesen ganzen Unsinn gibt, aber manchmal ist es besser, nicht zu viel zu wissen. Oh, das ist sehr weise. Manchmal einfach akzeptieren und denken. Ich mich damit begnügen, alle nützlich erscheinenden Dinge zu nehmen und dann von hier zu verschwinden. Wo bliebe da der Spaß, Rincewind? Vogel nehmen, Tür öffnen, Axt nach dem Zwerg werfen. Früher war alles viel einfacher. Ja. Als es nur Text-Adventures waren, war, da musstest du deinen Arsch nicht bewegen durch den ganzen Bildschirm. Entschuldige, ich kann hier nicht den ganzen Tag schwatzen. Ja, das müssen wir uns ja jetzt nicht. Jetzt Hex. Die Maschine heißt dann jetzt Hex. Ach, stimmt ja. Drei Worte. Reagenzglas. Ein Reagenzglas. Das muss ich haben. Man kann nie wissen. Es lässt sich bestimmt für etwas gebrauchen. Ja, wir werden es sehen, wa? Wenn wir es denn rausreißen dürfen können. Oh Gott. Oh. Hey Mann, jetzt ist das Ding kaputt. Die Ameisen sind weggelaufen. Du hast den Apparat entkäfert. Goddammit, Rincewind. Aber wir haben unsere Reagenzglas und keine Ameise mehr. Ups. Ja, offenbar ist sie defekt. Enthält keine Ameisen mehr. Ja, das stimmt. Es fehlt an Bugs, könnte man sagen. Hast du schon mal gehört? Das System läuft nicht, weil es einfach keine Bugs mehr hat. Super. Gibt es hier sonst noch irgendwas? Ich glaube, er steht so ein bisschen im Weg. Ich will mich hier noch weiter umsehen. Das ist Gas, das ist Hex und hier ist der Beschleuniger. Man muss echt aufpassen, wenn man sonst Sachen übersieht. Das ist hier irgendwie noch ein bisschen, finde ich, besser eingearbeitet in die Hintergründe als bei neueren Spielen, Adventures, wo du wirklich einen Hintergrund hast und quasi draus leuchten tut dir dann der Gegenstand, mit dem du interagieren kannst. Das finde ich ein bisschen doof. Ist bei dem zumindest, finde ich, noch relativ besser geregelt. Obwohl der Blasebalg auch ziemlich ins Auge stach. Müssen wir noch gucken. Irrer Drongo. Ponda Stibbons. Die haben echt schöne Namen. Der ist einfach nur Scales. Ach, die Studenten heutzutage. Schlimm. Ja, die sind, glaube ich, heutzutage immer noch so. Hallo. Wie geht's so? Mann, das haut rein. Ich seh's, ja, ganz deutlich. Eine völlig neue Welt. Es ist wie viele neue Möglichkeiten, die entstehen könnten. Oder auch nicht. Kosmische Ungewissheit, Mann. Es ist so wie mit dem Tier in der Schachtel. Allerdings ist es eine Katze. Die Schachtel ist eine Katze? Du musst mal reinsteigen, Mann, für die Tour deines Lebens. Jetzt habe ich verpasst, was er gesagt hat, aber ist okay. Man muss auch damit leben können. Sarkasmus. Ist ja reizend. Du bist also in der Forschung tätig, wie? Freies Logis, ein Gehalt, Krankenversicherung. Und für all diesen finanziellen Aufwand bekommen wir so etwas? So gut ist der Job nicht. Ohne die Vergünstigung hätte ich ihn längst an den Nagel gehängt. Ja, okay. Der Job vom ersten Student, der hat doch quasi keinen Job derzeit. Was hast du hier angestellt? Es ist wie die Manifestation kosmischer Energie. Für mich sieht's nach einer großen Zentrifuge aus. Ja, aber sie sorgt für eine Reinigung des Geistes. Sie entfernt die unwesentlichen Elemente der Seele. Im Ernst? Was hast du verloren? Was ich verloren habe? All den Haferschleim und die in Würfel geschnittenen Karotten, die mein Ich so lange belasteten. Es ist unglaublich. Ich wusste nicht mal was von der Existenz dieses Ballasts.
Oh, toll. Ich hätte gern dasselbe wie er. Ich hab irgendwie das... Warte mal. Wir machen uns noch Gedanken und dann werde ich mal kurz was in den Einstellungen gucken. Ich habe eine Idee, woran das liegen könnte, dass die Dialoge so lange brauchen. Aber wir gucken erstmal, was er denkt. Ob die Bürger wissen, dass man mit ihren Steuern den Bau eines Riesenkarussells finanziert? Nun, vielleicht hat das Ding doch einen Nutzen. Man könnte Kinder damit fahren lassen, für 10 Ankh-Morpork-Cent pro Kopf, um dann zu beobachten, wie sie Zuckerwatte an die Wände kotzen. Wenigstens hätten die Ameisen was zu schlemmen. Boah, Alter. Boah, Zum Glück ist dieser Mantel waschbar, was man von dir wohl nicht behaupten kann. Vor allem, er grinst auch noch so hässlich. Warum genehmigst du dir nicht noch eine Tour? Voll ekelhaft. Entschuldige bitte. So, lass mich mal kurz gucken. Sound und Untertitel. Hier steht nämlich Geschwindigkeit der Untertitel. Ich mach das jetzt mal hoch und gucke, ob es dann schneller funktioniert mit dem weiter, ne? Skippen der, nicht skippen, einfach dem Weiterlauf des Dialoges. Hallo, Ponda Stibbons. Ponda Stibbons, Beruf Forschungszauberer. Oh, besondere Kennzeichen, irre. Irgendwie nicht, wa? Dauert es jetzt sogar noch länger? Solchen Typen sollte man aus dem Weg gehen. Ja, warte, ey, das kann doch nicht sein. Wofür kann man hier denn eine Untertitelgeschwindigkeit einstellen? Hä? Wenn das überhaupt nicht funktioniert. Können wir kurz einen kompletten Vergleich machen? Ponda Stibbons, ja? Beruf Forschungszauberer. Besondere Kennzeichen, irre. Solchen Typen sollte man aus dem Weg gehen. Also andere Richtung. Okay, alles klar. Ist ja super. Jetzt muss ich nicht mehr beim manuell weiterklicken. Jetzt bin ich zufrieden. Hätte ich das mal von Anfang an gewusst, dann hätte die, glaube ich, die Anfangssequenz auch nicht so lange gedauert, wenn die jedes Mal so 10 Minuten brauchen mit, ne? Damit man nachlesen kann. Was für ein Schwachsinn. Okay, hallo. Nun, und wozu soll das gut sein? Taume. Milliarden und Abermilliarden von Taumen. Entschuldige bitte. Ich möchte mich nur auf eine schnelle Flucht vorbereiten. Ich will dich nicht bei deinen Visionen von der Weltherrschaft stören. Ah ja. Wir hatten jetzt aber eine Begrüßung gemacht, oder? Oh, prächtig. Eine Maschine zum Mixen besonders großer Drinks. Zum Mixen von Drinks? Du hältst den größten magischen Durchbruch aller Zeiten für einen Trinkmixer? Ja. Na schön. Vielleicht handelt es sich derzeit um eine große Zentrifuge. Aber eines Tages... Eines Tages... Wir haben die Macht. Überholte Vorstellungen belasten uns nicht. Und es stimmt nicht, dass taumische Forschungen dem Hirn schaden. Wir sind die junge Generation und wir haben was zu sagen. Wir spalten das Taum und schaffen das Zeitalter billiger, sauberer Energie. Eine strahlende Zukunft. Bisher sind wir nicht sehr weit gekommen, oder? Die Spaltung von Taumen soll dazu führen, dass einem das Gehirn schmilzt? Alles gelogen. Alles gelogen. Mit jedem Tag werde ich besser und besser und besser. Die Leute lachten über mich und meinten, ich sei nicht ganz richtig im Kopf. Einen schönen Tag, einen schönen Tag. Ich wünsche dir einen wirklich schönen Tag. Du bist verrückt. Verrückt? Ich soll verrückt sein? Nun, wir werden sehen. Man hielt auch den bellenden Bolko für irre. Vielleicht deshalb, weil er oft als Languste verkleidet durch die Straßen lief. Den meine ich nicht. Es war jemand anders. Da irrst du dich. Meine Güte, der Idiot verspeiste versehentlich seine eigenen Füße. Ja. Die Leute verspotten immer Dinge, die sie nicht verstehen. Es ist tatsächlich schwer zu verstehen, warum jemand die eigenen Füße isst. Ja, nö. Also, hallo? Vor allem Ich hoffe, die hat da wenigstens vorher gewaschen. Oder er hat es als Aroma benutzt, wo er drüber gelatscht ist vorher. Oh, bei den offenen Sandalen. Oh. Was ist eigentlich ein Taum? Ein Taum? Du willst wissen, was ein Taum ist? Um Himmels Willen, nein. Deshalb habe ich ja gefragt. Oh ja, ich kann dir alles über Taume erklären. Super. Nun? Willst du nicht bitte sagen? Also gut, bitte sag mir, was ein Taum ist. Taume sind magische Elementarteilchen, gewissermaßen die Quintessenz der Magie. Mit dem Taumbeschleuniger kann ich der Magie eine wesentlich höhere Geschwindigkeit verleihen. Stell es dir nur vor, hochenergetische Magie, 1000-mal stärkere Zaubersprüche.
Mit so viel Macht könnte ich... deinem Geschöpf Leben geben, von deinen Freunden beneidet werden, junge Frauen mit Hypnose erobern, in deiner Freizeit richtig auf den Putz hauen. Oh, oh ja, und noch viel mehr. Bitte kommen, Sternbasis 9. Du bist ein sehr beschäftigter Mann oder zumindest ein Humanoide. Möchtest du einen kurzen Dokumentarklicker über meine Arbeit sehen? Nein, danke. Wir haben eine interessante Broschüre. Sie enthält ein Interview von mir und auch Diagramme, die meine unglaublichen Fortschritte bei der Erforschung des Universums verdeutlichen. Ein Genie bin ich. Jawohl. Nein, besten Dank. Mit Genies kenne ich mich aus. Die meisten von Ihnen brauchen Hilfe beim Ankleben der Schuhe. Super. Ja, ich glaube aber auch, dass er ein verkanntes Genie vor allem. Genie ist, auf jeden Fall. Er scheint auch der überzeugteste von den dreien hier zu sein. Weil er seine Arbeit zumindest am ernstesten nimmt. Mhm. Super gedeutscht. Ich kann mir kaum vorstellen, dass damit ein neues Zeitalter magischer Energie beginnt. Aber vielleicht fördert es die Kunst. Ich könnte jede Menge Bier trinken und Paprika essen, um anschließend mit einem Stück Leinwand in das Ding zu klettern. Ich will nicht das Ergebnis sehen oder riechen müssen. Entschuldige, ich kann hier nicht... Super, aber jetzt mit dem Untertitel beschleunigen, finde ich, ist das erträglicher geworden, auf jeden Fall. Ich habe schon Angst gehabt, ich muss das komplette Let's Play machen, das wäre sogar mir ein bisschen zu langsam gewesen. Und ich bin geduldig, Freunde. Ich bin ja sowas von geduldig. That's death. No need to take a breath. Just lie around all day. With not a single bill to pay. Hooray, that's death. No more sicknesses or flu. If you've lived beyond your means, you can die beyond them too. Boo hoo. Well, the greatest and the finest have already died. Why not simply join them on the other side?